Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Decorator Design Pattern anschauen. Und das ist eben ein strukturelles Pattern, weil es in diesem Fall jetzt eben zur Erweiterung der Funktionalität genutzt wird. Der Nutzer bemerkt aber im Übrigen gar nicht, dass er eben einen Decorator einsetzt. Ja, der Decorator fügt zu einem bestehenden Objekt eine gewisse Funktionalität hinzu, ohne dass eben dabei die Implementierung von diesem ursprünglichen Objekt geändert werden muss. Und das Ganze funktioniert eben über Kapselung. Der Decorator implementiert dieselbe API, also im Üblichen dieselbe Abstraktion wie das Objekt, das er kapselt, und leitet die Aufrufe eben einfach an das eigentliche Objekt weiter. Vor und nach diesen Aufrufen kann er aber einfach zusätzliche Funktionalität durchführen, und somit bekommen wir eben bei einem Aufruf, das eigentlich für das ursprüngliche Objekt gedacht ist, noch zusätzliche Funktionalität hinzu, die dann eben ausgeführt wird. Und da der Decorator eben dieselbe API hat wie das ursprüngliche Objekt, merkt der Nutzer eigentlich gar nicht, dass man ihm einen Decorator injiziert hat und kein normales Objekt. Was kann man damit eben machen? Das Decorator-Pattern wird sehr häufig für Logging, Authentifizierung, Autorisierung, Caching, Thread-Synchronisation, Benachrichtigungen und so weiter verwendet. Und das bezeichnet man eben so als sogenannte Cross-Cutting Concerns. Das heißt, das sind Funktionalitäten, die man in vielen Objekten durch verschiedene Software-Layer durch einsetzen möchte. Und wie schaut das Ganze aus? Können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Wir haben eine Abstraktion. Dazu gibt es natürlich irgendwo einen Nutzer, den habe ich jetzt in dieses UML-Diagramm nicht eingezeichnet. Aber diese Abstraktion beschreibt eben eine bestimmte API, die eine konkrete Klasse hat. Hier eben bloß eine Tu-Etwas-Funktion. Und ein Decorator implementiert jetzt eben dasselbe Interface und bekommt eben ein Objekt dieser Abstraktion injiziert und hat halt ebenfalls diese Tu-Etwas-Methode. Intern wird aber tatsächlich, wenn dieser Decorator A jetzt ein Objekt der konkreten Klasse kapseln würde, würde dieser Aufruf bloß weitergeleitet, und er könnte vor und nach diesem Aufruf noch weitere Aufrufe machen. Sehen wir uns dazu gleich ein Beispiel an. Dieses Beispiel ist wiederum an ein anderes Design-Pattern gekoppelt. Das ist leider so, also meistens ist es so, dass Design-Patterns nicht einzeln und isoliert auftreten, sondern dass man sie auch in Zusammenarbeit sieht. Dazu möchte ich nochmal kurz auf die Klasse Platz kommen, die wirklich sehr einfach gestaltet ist. Ein Platz repräsentiert eben in diesem Vier-Gewinnspiel tatsächlich hier einmal diesen Bereich, den wir hier jetzt sozusagen in dieser Zelle hier visualisiert haben. Also wir haben hier eben Platz 0,0, Platz 1,0, Platz 2,0 und so weiter. Eben jedes Rechteck in diesem Feld ist letztendlich ein Platz. Ja, und der wesentliche Punkt ist eben, dass man auf diesen Platz einen Spielstein setzen kann. Und der Punkt ist, gehen wir nochmal kurz ins UI, wenn ich das hier tatsächlich tue und hier jetzt draufklicke und hier kommt jetzt dieser Spielstein, dann muss ich im UI-Layer das entsprechende Element, in unserem Fall eben hier dieses Item, beziehungsweise ja, dieses Listbox-Item, was letztendlich hier so einen Platz darstellt, benachrichtigen, dass jetzt hier ein Stein gesetzt wurde. Im Prinzip ist das ein User-Interface-spezifischer Mechanismus, den ich aber eigentlich nicht hier in meine Platzklasse mit reinbringen will. Deswegen habe ich eben hier ein Interface für diese Platzklasse gebildet. Warum? Damit ich diesen Set-Aufruf letztendlich polymorph machen kann. Und in diesem Fall nutze ich für den polymorphen Aufruf eben einen sogenannten Decorator.
den schauen wir uns auch mal gleich an. Das ist jetzt eben der Decorator, der tatsächlich hier eben jetzt ebenfalls dieses iPlatz Interface implementiert und beim Setzen eben zusätzlich noch dieses onPropertyChanged aufruft. Dieses onPropertyChanged ist hier mit im BaseViewModel implementiert. Es ist letztendlich nichts anderes, als dass hier einfach gesagt wird, es gibt eben einen PropertyChangedEventHandler, der kommt von diesem Interface iNotifyPropertyChanged. Das sagt eigentlich bloß aus, hier hat sich was geändert und daraufhin kann sich eben das, was hier in der Spielbrett-View an einen einzelnen Platz gebunden ist, also das wäre eben so ein, wenn wir das hier mal genauer anschauen, dieses Template hier, wir sehen hier eben ein Platz wird eben repräsentiert durch eine Border, in der eine Ellipse steckt und diese Ellipse ist eben standardmäßig durchsichtig, das wird hier über die Fill-Property gesetzt. Ich binde mich aber einfach an den Spielstein Farbe und ich habe hier eben einen sogenannten Farbconverter. Und dieser Farbconverter, den können wir uns ja auch mal anschauen, den finden wir hier oben. Der guckt eben nach, kriege ich hier eine Farbe? Wenn das nicht möglich ist, dann mache ich diese Ellipse, die in dieser Border steckt, die wir vorhin gesehen haben, eben transparent. Und ansonsten gebe ich hier eben tatsächlich einen Brush zurück mit der entsprechenden Farbe, die eben dieser Spieler definiert hat, wie wir hier sehen. Also das ist eben ein Converter, der eben hier eingesetzt wird, um festzusetzen, ob diese Ellipse sichtbar ist, die wir hier in einem Platz haben oder eben nicht. So, und damit dieses Binding eben aktualisiert wird, ist ein gewisses Interface notwendig. Das ist eben hier dieses iNotifyPropertyChangedEvent. Das ist letztendlich das Observer-Pattern, was wir uns in einem späteren Video noch anschauen werden. Aber eigentlich, wenn dieser Event ausgelöst wird von einer observierten Klasse, dann kann sich ein Binding aktualisieren. Genau. Und das Problem ist eben, dass sich... Entschuldigung, das wollte ich nicht... dass diese Platzklasse diesen Benachrichtigungsmechanismus beim Setzen eines Spielsteins noch nicht innehat. Das heißt, ich habe hier einen automatischen Setter, wird einfach direkt in das automatisch dafür erzeugte Feld der Wert gesetzt und sonst passiert ganz einfach nichts. Und diese Aufgabe übernimmt jetzt eben dieser Decorator hier. Und was wir hier eben jetzt sehen in dieser Spielstein-Eigenschaft ist, ich gebe den eigentlichen Aufruf hier an das gekapselte Objekt, was ich hier reinbekomme über den Konstruktor, eben weiter. Also ich setze tatsächlich auf den eigentlichen Platz, eben den Spielstein, aber ich rufe dann onPropertyChanged auf. Das heißt, hier wird dann eben benachrichtigt, dass sich die Spielsteineigenschaft geändert hat. Und dafür ist jetzt eben dieser Decorator zuständig. So, und der Vorteil vom Decorator ist eben, dass er das gleiche Interface implementiert wie die Klasse, die er eigentlich kapselt. Und genau das wird jetzt eben hier in dieser Platz-View-Model-Decorator-Factory eingesetzt. Ich erstelle hier eben für jeden Platz nicht bloß eben das tatsächliche Platzobjekt, sondern auch eben diesen Decorator, der jetzt diesen Platz kapselt. Und wir sehen hier eben der Decorator nochmal gleiches Interface wie diese Platzklasse. Deswegen geben wir hier eben letztendlich etwas zu dieser Abstraktion Konformes zurück. Wo wird diese Platz-View-Model-Decorator-Factory eingesetzt? Hier oben in der Spielbrett-Factory. Wir erwarten hier eben eine iPlatz-Factory.
Und diese würde ja, wie wir schon in einem vorherigen Video gesehen haben, hier unten eingesetzt, um die eigentlichen Plätze zu initialisieren. Und ja, wie eben gesagt, Platz kann noch nicht diesen Benachrichtigungsmechanismus, den das UI braucht, damit er aktualisiert wird. Hier wird aber eben dann tatsächlich eigentlich ein Decorator erstellt, der ein Platzobjekt kapselt und dann zu diesem zweidimensionalen Array hinzugefügt, wie wir das hier eben gesehen haben. Und der Punkt ist eben, hier als Nutzer kriege ich gar nicht mit, dass ich hier eigentlich einen Decorator erstelle, der das eigentliche Objekt kapselt. Und das ist mir eigentlich hier auch vollkommen egal. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann eben irgendwann mal beim Setzen eines Spielsteines, hier sieht man das ja, dass ich mir hier einen Zielplatz suche und hier den Spielstein setze, dass eben dann implizit durch den Decorator auch dieser Benachrichtigungsmechanismus ausgelöst wird, mit dem sich dann eben die Ellipsenfarbe aktualisiert, wenn ich jetzt hier tatsächlich einen Spielstein setze. Und dieser Benachrichtigungsmechanismus, den wir hier gesehen haben, ist eben auch so ein Cross-Cutting-Concern, der tritt in vielen Klassen auf und deswegen ist halt hier der Decorator dafür geeignet, dass wir diesen Benachrichtigungsmechanismus zu einer bereits existierenden Klasse, die diesen noch nicht implementiert, eben hinzufügen können. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.